Die Insel Reichenau vor der Nase, die Welt fast ein wenig zu Füßen. Keinen Kilometer Luftlinie von der Gemüseinsel liegt auf der Schweizer Seite eine Residenz, die als das schönste Schloss am Bodensee bezeichnet wird. Und er kennt wie kaum ein anderer diese Geschichte. Dominik Gügel. Im 16. Jahrhundert wurde das Schloss Arenenberg gebaut. Seine berühmtesten Bewohner kamen vor 200 Jahren hierher. Die beiden wichtigsten sind auf der einen Seite Hortense de Beauharnais, die Stieftochter, die Erbin des berühmten Napoleon. Und dann natürlich auf der anderen Seite ihr Sohn Louis Napoleon, der später als Kaiser Napoleon III. In die Geschichte eingegangen ist und der natürlich auch ganz streng mit der deutschen Geschichte in Verbindung steht, da er ja dann, man könnte sagen, Gründungspate des Deutschen Reiches war. Ein Salon im Stile eines Zeltes. Dazu eine Wendeltreppe, die drei Stockwerke miteinander verbindet. Die Stieftochter Napoleons, des Ersten, Hortense, lebte elegant. Dieser Ort war ein Ort der Begegnung für die Prominenz der Zeit. Heute wandeln die Besucher durch die Residenz und verschiedene Epochen. Geschichte im Schloss, Geschichte auch außerhalb. 600 Jahre Gartentradition sind auf Arenenberg zu erleben. Am sichtbarsten ist die Liebe der ehemaligen First Lady Frankreichs zu einer Blume, der Hortensie. Dass der Name der Pflanze auch von ihr stammt, ist allerdings Legende. Sind das eine, Blicke das andere. Ob Aussichtsterrasse samt einer Kapelle mit Blick auf die Insel Reichenau oder eben Wege zum Lustwandeln. Die gärtnernde Kaisermutter Hortense hat sehr genau gewusst, was sie wollte. Auch unterhalb ihres Residenzschlosses hat sie Spuren hinterlassen. Ein Landschaftspark atmet Gartengeschichte und wurde in den vergangenen Jahren sorgsam wieder rekonstruiert. Hortense und ihr Sohn Louis Napoleon waren begeisterte Gartenbauer. Sie gehen in den Park rein. Sie hat praktisch schon vor 200 Jahren, als sie das Haus noch gar nicht gekauft hat, beschlossen, dass sie den Renaissance-Park umgestaltet in den Landschaftspark, den wir heute vor Augen haben. Ihr Sohn Louis Napoleon steht wie der Fürst Pückler mit den abgesägten Hosen in strömendem Regen. Wenn es Gummistiefel gegeben hätte, sicherlich auch in Gummistiefeln, dann da mit dem Spaten in der Hand. Sie bauen entsprechend diesen Park. Wenn man sich die Blumenschiffe beispielsweise anschaut, die hier in unserem Eremitagebereich sind, oder diese wunderschöne große Eiche, das sind alles so Ideen, die sich im Arenenberger Park wiederfinden. Ein Arkadien voller Magie. Aber ganz ohne Zauberei ist hier zu bewundern und das nicht nur am Tag.